Hey Leute, in meinem heutigen Video geht es um Food Hacks. Das heißt, ich stelle euch leckere Rezepte vor, die aber auch noch für eure Haut, Haare und Nägel eine sehr positive Wirkung haben. Und ich glaube, dass das ganz motivierend sein kann, wenn man dann direkt weiß, warum man auch diese gesunden Sachen so isst. Aber was ich auch noch sagen will, ist, dass man es nicht übertreiben muss. Es ist natürlich auch gesund, mal ein Stückchen Schokolade zu essen. Also gönnt euch das ruhig auch mal. Aber die Rezepte sind wirklich alle richtig lecker. Und wenn ihr davon was nachmachen solltet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir Bilder schickt. Ihr könnt auch gerne den Hashtag, den ich mir jetzt noch ausdenken muss und dann hier einblende, gerne verwenden. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Der erste Foodhack ist ein Rezept, was gleichzeitig dafür sorgt, dass man reine Haut erhält. Und wenn ihr Frühstück mögt, dann werdet ihr dieses Rezept lieben. Das dauert bestimmt noch nicht mal 10 Minuten, um das zuzubereiten. Und ihr braucht auch gar nicht so viele Zutaten. Ihr braucht vor allem Sojamilch und Quark. Quark benutzt ihr auch immer bei Masken. Der spendet einfach sehr viel Feuchtigkeit. Und ihr braucht noch Zitrusfrüchte. Die enthalten nämlich Vitamin C und das schützt die Haut vor schädlichen Stoffen. Ich habe da noch Mandeln dazugegeben später. Die haben auch sehr viele positive Eigenschaften. Und natürlich müsst ihr am Anfang erstmal das Obst schneiden. Ich habe dann hier einen Apfel gewählt, auch noch eine Blutorange, eine Kiwi, wie ihr hier seht. Und später habe ich auch noch Trauben dazugegeben. Und das sind einfach so alle Zitrusfrüchte hauptsächlich, die ich verwendet habe. Dann habe ich den Quark in eine Schüssel gegeben und Sojamilch dazugegeben, damit es ein bisschen cremiger wird. Das müsst ihr nicht machen, aber ich mag irgendwie diese Konsistenz ein bisschen mehr. Und dann könnt ihr das einfach zu einer homogenen Masse verrühren. Und sobald es ja eine Konsistenz hat, die für euch angenehm ist, dann könnt ihr einfach die Früchte dazugeben. Ihr könnt das natürlich ein bisschen schicker dekorieren. Ich habe das da mehr einfach so drauf gegeben. Und dann habe ich auch noch Mandeln drüber gegeben. Und schon ist auch euer Rezept fertig. Und dann ist auch schon euer gesundes Frühstück fertig. Ihr könnt das natürlich auch gerne als Snack für zwischendurch essen. Und ich sage euch, das ist so schnell zubereitet und schmeckt so lecker. Und die ganzen Zutaten sind wirklich sehr gut für eure Haut. Der nächste Foodhack ist ein super Rezept, was ihr dann essen könnt, wenn ihr besonders auf eure Haare Acht geben wollt, dass sie so ein bisschen stärker und länger werden. Und dafür ja, braucht ihr ganz viel Gemüse und Quinoa, denn Quinoa enthält sehr viele Proteine, was der Hauptbaustoff der Haarfasern ist, und Vitamin A, das kräftigt die Haarstruktur. Das ist vor allem in Paprika und Karotten. Ich habe dann hier auch noch Rucola verwendet, das seht ihr gleich, wo der zum Einsatz kommt. Aber zuerst müssen wir mal den Quinoa kochen und den habe ich dann in den Topf gegeben und einfach ein bisschen ja, köcheln lassen. Und in der Zwischenzeit habe ich schon mal das Gemüse geschnitten. Da finde ich es immer ganz gut übrigens, wenn man Musik hört. Das macht viel mehr Laune und dann geht das Kochen auch direkt viel schneller. Hier könnt ihr natürlich eigentlich auch noch jedes beliebige Gemüse verwenden, was ihr gerade so zu Hause habt. Ich habe dann hier noch ein bisschen Gemüsebrühe dazugegeben zum Quinoa, damit es einfach ein bisschen mehr Geschmack hat. Und dann könnt ihr auch schon euer geschnittenes Gemüse in einer Pfanne anbraten. Und das dauert ungefähr so 5 bis 10 Minuten. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, den Rucola auf einen Teller zu geben, weil ich habe das so als Basis für das ganze Essen genommen. Und dann habe ich mir auch selbst ein Dressing gemacht, einfach aus Zitronensaft und so ein bisschen Gewürz. Und das reicht eigentlich schon. Und dann habt ihr ein super leckeres Salatdressing, was ihr in einer Minute ungefähr gemacht habt. Und wenn der Quinoa fertig ist, könnt ihr den dann da drüber anrichten. Genauso wie das Gemüse. Das habe ich auch einfach um diesen ja, Salat quasi dekoriert. Ihr könnt da auch gerne noch Tofu dazu machen. Das ist auch eine super Möglichkeit noch, um ein bisschen mehr Proteine noch in das Essen reinzubekommen. Aber so schmeckt es auch schon wirklich sehr lecker und ist so ein richtig leichtes und gesundes Mittagessen. Und von dem nächsten Gericht sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr essen, denn das sorgt für starke Nägel, was vor allem an den Aminosäuren im Brokkoli liegt und an den Selen in der Kokosmilch. Das sorgt beides für Stabilität der Nägel. Und ihr braucht dann noch ein bisschen Gemüsebrühe und mehr Zutaten benötigt ihr gar nicht. Ich habe dann erstmal den Brokkoli klein geschnitten und den mit ein bisschen Gemüsebrühe in einen Topf gegeben und einfach ja, aufkochen lassen.
Das dauert übrigens so 10 bis 15 Minuten. Und dann könnt ihr so einen Pürierstab nehmen. Ich habe den übrigens einfach bei Amazon bestellt. Den kann ich euch auch gerne mal in die Infobox packen. Der hat nur 15 Euro gekostet und ich finde den bis jetzt ziemlich super. Und damit könnt ihr dann einfach alles pürieren, sodass ihr so eine coole Masse habt. Und dann gebt ihr noch ein bisschen Kokosmilch dazu. Das gibt auch wirklich nur so einen besonderen Geschmack nochmal. Und lasst das Ganze nochmal aufköcheln. Und dann habt ihr so eine richtig leckere Brokkoli-Cremesuppe. Ich habe das hier auch noch mit Balsamico-Essenz dekoriert. Ich hätte da vielleicht auch so ein cooles Muster machen können, aber auf die Idee kam ich irgendwie nicht. Und das schmeckt so lecker, das sage ich euch. Ihr könnt auch gerne 2 Portionen machen und das dann am nächsten Tag nochmal essen. Und ja, eure Nägel werden es euch danken. Und jetzt habe ich noch ein Power-Smoothie-Rezept für euch. Das ist wirklich super, wenn man ganz motiviert und energiereich in den Tag starten will. Dafür braucht ihr nur Blattspinat, ein bisschen Papaya. Die kurbelt übrigens die Fettverbrennung an. Und ich habe noch Sojamilch dazugegeben, auch später noch ein bisschen Wasser. Dann wird es noch ein Stückchen flüssiger. Und Minze. Das schmeckt so lecker, wenn ihr da nur so 2-3 Minzblätter reingebt. Und dann habe ich wieder diesen Pürierstab hier verwendet und alles einfach durchgemixt. Und dann habt ihr auch schon einen super leckeren Smoothie. Ihr schmeckt auch diesen Blattspinat überhaupt nicht. Also das schmeckt eigentlich nur nach Papaya und Minze. Ich habe das dann auch in so ein Glas gegeben und da kann man das auch super mitnehmen. Vielleicht sollte man noch einen Strohhalm dafür verwenden, aber den hatte ich nicht. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und bis dann. Und das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, verlinkt mich gerne auf Bildern, wenn ihr was nachmachen solltet. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was so eure Lieblingsrezeptidee war. Ansonsten ja, noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Ciao, ciao!